Hallo zusammen, heute schauen wir uns die Elgato HD 60S an. Was sich in dem Paket befindet, wie wir das Ganze anschließen. Ich wünsche euch dabei viel Spaß bei dem Video. Die Elgato HD 60 kommt in einem 14,5 cm breiten und 19 cm langen Schachtel an. Ihr könnt die gerade so aufziehen. Und wenn ihr dann im nächsten Schritt hier vorne gerade aufklappt wie ein Buch, seht ihr auch schon die HD 60 und auf der linken Seite, wie ihr das Gerät an den PC und an die entsprechende Konsole anschließt. Im Inhalt finden wir jetzt hier zum einen ein USB 3.0 auf USB-C Stecker. Wie wir den anschließen, sehen wir dann später. Der kommt also dann einfach an den PC selbst und an die Elgato HD 60 wird er dann angeschlossen. Das zeigen wir aber dann nochmal später. Dann haben wir ein herkömmliches HDMI-Kabel, das hier beigelegt wurde. Wenn wir das Ganze anschließen, brauchen wir dann zwei davon. Und dann haben wir hier noch einen Aufkleber, den könnt ihr dann auch noch irgendwo aufkleben und dann selbst die HD 60, die eine Größe von etwa 10,5 cm Länge und 7,5 cm Breite hat. So, jetzt schauen wir uns das Ganze mal von allen Seiten an. Und dann haben wir noch im Paket drin eine Sicherheitshinweise, Beipackzettel, den die hier noch beilegen. Den schauen wir uns auch nochmal an. Blättern kurz mal durch. Ist vielleicht ein bisschen zu klein zum Lesen, aber egal. Aufkleber ist dabei, HD 60S, das HDMI-Kabel, USB 3.0 auf USB-C Stecker und oben rechts seht ihr die entsprechende Schachtel. Das findet ihr in dem ganzen Paket. So, jetzt schließen wir das Ganze an. Einmal beginnen wir auf der rechten Seite. Ihr habt hier nur einen HDMI-Out-Ausgang. Der wird dann an den Monitor angeschlossen. Danach haben wir das zweite HDMI-Kabel. Das muss man dazu kaufen und das ist der Import, der geht dann direkt an die Spielkonsole, kommt er dann dran. Und hier haben wir den USB-C, den schließen wir an die Karte an und der kommt dann direkt an den PC selbst. So, hier habe ich das hier nochmal eingemarkiert. Nun könnt ihr, wenn ihr das Ding angeschlossen habt, könnt ihr euch die Software auf der Elgato-Seite herunterladen. Könnt das Programm einfach in euren Programmeordner schieben und nach einer Weile ist das Teil installiert und so sieht die Software aus und dann könnt ihr auch schon direkt starten. Wenn ihr jetzt zum Beispiel eine PS4 habt, könnt ihr die hier starten und könnt dann loslegen zu streamen. Ihr könnt euch hier mit dem Audioeingang hier auch noch den Sound abgreifen direkt an der Capture Card, wenn ihr das wollt. Aufnahmen könnt ihr bei 60 Frames per Second durchführen und bei 1080p maximaler Größe und die Übertragung ist nahezu latenzfrei. Ihr habt nur eine geringe Verzögerung, wenn ihr mit dem Teil streamen möchtet. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen helfen beim Anschließen der HD 60S und vielleicht sehen wir uns beim nächsten Video wieder.